Im Haushalt lauern viele Gefahren. Unter anderem durch Hundesnacks. Wenn die so groß sind, ist es ja kein Problem. Auch diese Größen gehen noch. Aber es gibt eben auch Hunde, die zum Beispiel Schweineohren weichlutschen und das dann verschlucken. Und das verhindert dann, dass die Hunde noch atmen können, weil es sich vor den Lungeneingang legt. Auch beim Mülleimer müsst ihr aufpassen. Hunde machen gerne den Mülleimer auf, wenn da eine Tüte hängt, und klauen sich zum Beispiel Pellen. Und so eine Wurstpelle hat bei uns einmal dafür gesorgt, dass eine Hündin aus dem Tierschutz fast gestorben wäre, die einfach alles runtergeschlungen hat. Auch die Wurstpelle, an der nichts weiter hing, außer Geruch. Und die ist zur Seite gekippt und konnte nicht mehr atmen. Ich konnte das aus dem Mund rausholen, deswegen übe ich ja in den Hals fassen und Zähne berühren und so weiter. Aber die Gefahren sind vielfältig, auch bei den Snacks. Die können die schnell runterschlucken, damit sie sie behalten dürfen. Und schwupps, steckt das im Hals und man kriegt das nicht mehr raus. Nur bis man beim Tierarzt angekommen ist, ist es dann zu spät. Also aufpassen, überall lauern Gefahren.